Hi und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ihr werdet in diesem Video keinen einzigen Cut sehen, weil ich immer wieder Fragen beantworten. So ein paar tiefgründige Fragen habe ich hier rausgesucht, tiefgründige Fragen zum Nachdenken. Also ich kenne die noch nicht und kann auch sein, dass ich ein paar schon beantwortet habe mal in einem Uncut-Video, weil ich sowas ja häufiger mache. Aber die Antworten sind ja auch immer verschieden. Ich antworte ja nicht immer gleich. Und ja, deswegen glaube ich zurück. Das wird heute mal kein aufgeregter, lustiger Marvin. Irgendwie mit, ich schreie rum und keine Ahnung was. Das gibt es dann wieder in den nächsten Videos, sondern einfach mal ganz entspannt. Lehnt euch zurück. Ich habe mich ja auch einen Tee geholt, den werde ich zwischendurch trinken. Aua, heiß. Und ja, ich mag sowas eigentlich immer voll gerne, auch mal so ein bisschen die andere Seite von mir. So ein bisschen entspannt, einfach ein bisschen mal quatschen. Einfach mal ein bisschen, ja, den Gedanken freien Lauf lassen. Und wir starten jetzt auch mal mit der ersten Frage. Und zwar, wenn du pro Tag eine Stunde weniger zur Verfügung hättest, worauf könntest du verzichten? Boah, worauf könnte ich verzichten? Als Ding ist das, selbst auch wenn ich jetzt studiere und man denkt, ja, ich habe voll viel Zeit, bin ich trotzdem voll im Stress, weil ich immer irgendwas zu tun habe, sei es ein YouTube-Video oder was für Uni machen oder arbeiten. Aber ich glaube, dann wäre es immer noch Freizeit, glaube ich. Also dann könnte ich eine Stunde irgendwie weniger aufs Handy gucken oder selber YouTube nur gucken. Ich glaube, darauf würde ich dann verzichten. Was hast du heute für dein Glück oder Wohlergehen getan? Heute kam der Typ für, jetzt werde ich genau angerufen von Vanessa. Oh mein Gott. Hallo, ich nehme gerade ein Video auf. Ja, du störst mich gerade voll in der Aufnahme und ich mache das Ganze uncut. zehn Minuten. Okay, dann rufe ich dich zurück. Jo, ciao. Ey, das ist es halt. Wenn Dinge uncut passieren, ich wollte jetzt auch nicht irgendwie, aber egal. Heute kam der PC-Typ, mein PC war eine Woche kaputt, also ging einfach nicht, Windows hat nicht gestartet und ich weiß nicht, ich glaube, das habe ich mir gegönnt, einfach so. Aber sonst würde ich sagen, gönne ich mir eigentlich relativ viel für mein Wohlergehen. Was haben wir noch? Welche Tätigkeit meiner Arbeit würde ich auch ohne Bezahlung im Urlaub tun? Nee, keine Ahnung. Welchen Traum hast du begraben und was ist nötig, um ihn wieder zu träumen? Keine Ahnung, ich hatte lange einen Traum, Polizist zu werden, aber ich habe mich dann selber dagegen entschieden, sondern ich wollte dann Grundschullehrer werden. Aber naja, ohne welche Speisen könntest du nicht leben? Oh, jeder, der mich kennt, der weiß, ich liebe Essen. Deswegen, safe, glaube ich, Steak. Steak ist richtig geil. Deswegen, aber es gibt vieles. Also das heißt, wie Hähnchen oder ganz simple Sachen wie Döner oder Pizza oder so. Gibt extrem viele geile Sachen. Oder irgendwie so Currywurst oder so. Oder irgendwie Königsberger Klopse, Senfeier. Das ist also richtig deutsche Hausmannskost. Richtig geil. Was ist deine größte Angst im Leben? Ich glaube, dass ich irgendwas nicht schaffe. Irgendwie weiß mein Kopf, ja, du packst das Studium schon. Und es gab, glaube ich, bis jetzt niemanden, der richtig durchgefallen ist durch die Prüfung, weil du hast ja drei Versuche und so und die wollen ja auch, dass du schaffst, sondern die meisten brechen halt von selber ab. Aber trotzdem habe ich irgendwie Angst, dass es irgendwie nicht klappt oder auch irgendwie wichtige Menschen zu verlieren in meinem Leben. Irgendwie so eine Sachen. Aber wenn es so einfache Sachen sind, wie auch Insekten, Spinnen oder so, ja. Wofür sollst du mehr Zeit investieren? Oh, ich müsste mir eigentlich mehr Zeit investieren in mich selbst. Ich müsste eigentlich, ich glaube, ich mache immer noch viel zu viel. Und ich glaube, auch für die Uni könnte man noch mehr machen. Aber, naja. Wenn du einen Wunsch frei hättest, was würdest du dir wünschen? Weltfrieden. Und das eine bessere Situation. Es ist ja gerade nicht die geilste Lage in Deutschland. Und auch nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Gerade mit Inflation, Preise gehen hoch. Und was für dich ist alles für Probleme. Von Klima bis schlechte Digitalisierung. Dass all die Probleme einfach mal aus der Welt geschaffen werden. Das sind extrem viele, schaffen nicht von heute auf morgen. Aber dass man dagegen mal was tut. Ja, und das meine ich halt. So eine ernste Sache würdet ihr sonst nie irgendwie in einem YouTube-Video von mir hören. Deswegen liebe ich halt so eine Videos. Und will ich auch unbedingt öfter machen. Mache ich immer noch viel zu selten. Ja, wie würdest du deinen Sinn des Lebens formulieren? Oh, ist eine schwierige Frage. Der Sinn des Lebens. Boah, Spaß haben und das Leben genießen. Manche sagen vielleicht irgendwie, ja, sei so erfolgreich wie möglich. Ändere so viel an der Welt, wie du selber nur kannst. Aber nee, ich würde sagen, leb einfach dein Leben. Du lebst nur einmal, mach das, worauf du Bock hast. Und scheiß drauf, was andere sagen. Solange es natürlich legal ist und irgendwie du niemanden verletzt oder irgendwie andere Schaden zufügst, mach das, was du willst, worauf du Bock hast.
Das würde ich einfach so sagen und das mache ich auch. So, jetzt haben wir 25 tiefgründige Fragen an Männer. Also, okay. Was ist deine lustige Erinnerung an die Schulzeit? Oh, das Ding ist, es gab bestimmt extrem viele, aber ich bin einfach extrem vergesslich. Ich vergesse so eine Sachen einfach immer. Und deswegen, aber es, ja, die Schulzeit war schon lustig. Also gerade Abi ist nochmal viel passiert von Abifahrt oder keine Ahnung was. Deswegen. Welchen Abschnitt der Geschichte würdest du verändern, wenn du die Chance hättest? Ja, ganz klar Weltkrieg, oder? Also, glaub schon. Hast du einen Lieblingsort auf der Welt und wo ist der? Ich weiß nicht, ob das die meisten sagen. Das klingt wahrscheinlich voll so eingebildet und selbstverliebt, aber es ist einfach mein Zimmer. Ich liebe es, einfach in meinem Zimmer zu sein, an meinem Schreibtisch, in meinem Bett zu liegen. Und klar fühle ich mich auch irgendwie in einem geilen Restaurant oder in einem geilen Hotel wohl. Oder bei meiner Freundin Vanessa oder bei meiner Familie. Aber einfach in meinem Zimmer. Ich weiß, wo alles steht. Ich kann an meinem PC gehen. Ich kann in meinem Bett liegen. Ich weiß, wo alles steht. Genau, das ist einfach das Geile. Deswegen liebe ich mein Zimmer. Ich kann Videos aufnehmen. Genau, all das. Was haben wir denn hier noch? Bist du Links- oder Rechtshänder und wärst du bereit zu wechseln? Ich bin Rechtshänder und nein, ich wäre nicht bereit. Obwohl, ey, die wenigsten sind ja eigentlich Linkshänder. Das wäre jetzt auch cool, irgendwie so besonders zu sein. Weil ich wollte gerade sagen, klar, dich stört es denn, aber wenn du dann Linkshänder bist. Aber keine Ahnung, wie auch voll die dumme Frage. Wie glücklich bist du jetzt gerade? Oh, das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Und ich muss sagen, gerade bin ich sehr, sehr happy. Und das sage ich euch jetzt nicht nur so, weil man immer irgendwie sagt, gut oder so. Aber man muss sagen, ich bin immer noch extrem froh, einen Studienplatz bekommen zu haben, was absolut nicht die Selbstverständlichkeit ist, weil ich davon ausgegangen bin, dass ich keinen bekomme. Und jetzt habe ich einfach an meiner Wunsch-Uni für meinen Wunsch-Lehrgang, Lehramt, Lehrgang, warte, wie heißt denn das? Lehrgang, irgendwie so, habe ich bekommen. Und mein PC funktioniert wieder. Und ich bin glücklich in einer Beziehung. Meiner Familie geht's gut. Bald ist Weihnachten. Und deswegen, glücklicher geht's nicht. Ich nehme gerade ein Video auf. Deswegen, ich bin happy. Muss man tatsächlich sagen. Wie ordnest du diese drei nach ihrer Wichtigkeit ein? Karriere, Familie, Liebe. Boah, ich würde sagen, einige stellen wahrscheinlich Liebe über Familie, aber ich würde tatsächlich sagen, Familie, Liebe, Karriere. Liebe wechselt, Liebe kann ich betrügen, aber Familie bleibt immer, kannst du ein Leben lang nicht ändern. Bleibt immer an deiner Seite, im besten Fall. Und deswegen ganz klar die Reihenfolge hier. Wenn du heute 1 Million Euro bekämst, wie würdest du sie innerhalb von 3 Tagen ausgeben? Ich könnte sie in einem Tag auch schon ausgeben. Und 1 Million Euro, ich würde eine Immobilie kaufen. Ich würde ein Auto, ich habe keinen Führerschein. Ich würde mir schon mal ein Auto kaufen, weil ich muss es ja innerhalb von 3 Tagen ausgeben. Ich würde Klamotten kaufen. Ich würde Sachen für mein Zimmer kaufen. Irgendwie nochmal, weiß ich nicht. Ich würde wahrscheinlich eine neue fette Kamera kaufen, die ich absolut nicht brauche, weil meine Kamera völlig ausreicht. Aber all sowas irgendwie, ja, da würde ich nochmal irgendwie ganz viel investieren. So, tiefgründige Fragen an Frauen. Da gibt es Sinn. Ja, kann ich auch beantworten. Warte mal, ich stand gerade hier, führst du manchmal ein Tagebuch? Das Ding ist, ich habe nie, auch noch, nicht mal eine einzige Seite Tagebuch geschrieben. Die meisten, voll viele haben irgendwie mein Tagebuch geschrieben oder als Kind oder so, immer. Aber ich nie, also, ja, vielleicht jetzt geholfen, damit ich Sachen nicht vergesse, aber habe ich irgendwie nie so die Motivation drin gesehen. Also, nee. Was erwartest du in einer Beziehung? Ich erwarte Vertrauen, ganz viel. Ehrlichkeit, ja, und dass man einfach immer hinter seinem Partner steht und auch die schwierigsten Zeiten zusammen durchsteht. Was, ich halt absolut gar nichts von Paaren, die sich dann schon nach 3 Wochen trennen oder so, nur weil sie dann einmal einen Streit hatten, sondern man muss da durchstehen, es gibt auch mal schwierige Phasen, ist bei jedem so, keine Beziehung läuft perfekt, aber dass man einfach hinter seinem Partner steht, ja. Ich gucke ab und zu immer mal zur Seite, wie lange meine Rohdatei geht, damit das Video nicht ganz so lang wird. Ich würde sagen, eine Frage beantworte ich noch, hier gibt es so viele Fragen, die ich beantworten könnte. Deswegen mache ich unbedingt noch ein zweites Video darüber. Was haben wir hier noch? Bist du begeistert oder nervös, wenn du neue Leute triffst? Ich bin neugierig und aufgeschlossen, würde ich sagen.
also es ist cool, neue Leute kennenzulernen, neue Ansichtsweisen kennenzulernen. Und deswegen, jeder ist ja anders. Deswegen ist es cool. Eine Frage machen wir noch, und zwar, fällt es dir schwer zuzugeben, dass du Unrecht hast und warum? Oh, da muss ich aber erstmal drüber nachdenken. Ja, na doch, ich glaube, ich kann das. Vielleicht kostet es kurz Überwindung und ich tue nochmal so, als ob ich Recht hätte. Aber ja, doch, ich kann übel mit Kritik und Feedback umgehen und nehme mir das voll zu Herzen. Und klar denkt man da ein bisschen länger drüber nach und ach, ja, hätte es eigentlich so machen können und ich bin selber nicht mit mir zufrieden, all sowas. Aber doch, kann ich schon. Ja, und jetzt habe ich gar nicht meinen Tee getrunken, oh mein Gott. Egal, ich würde an dieser Stelle das Video beenden. Falls euch das Video gefallen hat, lasst mir sehr, sehr gerne einen Daumen oben da. Schreibt mir unbedingt mal eure Meinung in die Kommentare, wie ihr sowas findet. Ob ihr sowas öfter sehen wollt, dass ich einfach ankert ruhig Fragen beantworte. Das Ganze dann auch ankert. Und ja, deswegen abonniert meinen Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Und jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Haut da rein, Freunde. Und ich bin jetzt die Aufnahme. Deswegen, tschüss und bis zum nächsten Video.